Ganz schön was los im Klostergarten der Ursulinenschule in Fritzlar. Und das, obwohl heute schon Ferien sind. Brettersägen ist anstrengend. Doch der Gewinn aus der Umweltlotterie soll ja sinnvoll eingesetzt werden. Haben wir jetzt ja zum Beispiel schon Beete gebaut von dem Geld. Mhm. Und wollen wir ja auch noch eins bauen. Denn den 15 Schülern liegt ihr Garten sehr am Herzen. Wenn man zum Beispiel Unkraut jätet, dann kann man seine ganzen Gefühle sozusagen rauslassen. Weil es spannend ist und weil man kennenlernt, wie die Pflanzen so aufwachsen und weil Gartenarbeit Spaß macht. Horst Blum hat den Antrag bei der Umweltlotterie gestellt. Endlich können sie auch etwas Größeres angehen. Dieses Gewächshaus soll noch einen großen Bruder bekommen. Wir können uns mit diesem Geld viele Wünsche erfüllen. Wir können also unser Gewächshaus bauen, damit wir auch bei Regenwetter oder in den Frühlings- und Wintermonaten auch im Garten arbeiten können, was jetzt leider nicht möglich ist. Wir können die Hochbeete, die wir angefangen haben, vervollständigen, sodass wir unseren Klostergarten wieder ein Stück weit als Klostergarten auch erkennen können. Zu tun ist noch genug, doch die Schüler AG ist mit Begeisterung bei der Sache, freiwillig und in ihrer Freizeit. Dieses Hochbeet ist schon fast fertig bepflanzt mit seltenen Kohlrabi-Sorten. Ich finde es auch spannend, wie der Garten sich so im Jahr quasi verändert wegen den Jahreszeiten. Sie wissen auch, jetzt ist gerade noch die richtige Jahreszeit zum Pflanzen. Schön bunt soll es werden, dieses grüne Etwas. Heute pflanzen wir sie so kleine Blumen ein. Aber was für welche weißt du gar nicht, ne? Da geht es. Gut, wenn der Lehrer aus dem Hintergrund helfen kann. Ihr Hühnerstall soll mit dem Geld aus der Umweltlotterie auch noch besser gesichert werden, denn der Marder war leider schon mal da und hat gut gespeist. Pflege, Fütterung und Reinigung, auch darum kümmern sich die Schüler selbst. Und so ein Huhn mal selbst in der Hand haben, für viele eine ganz neue Erfahrung. Damit man so Vertrauen aufbaut und dann weiß man ja auch, dass die dich da mögen. Horst Blum hilft den Schülern gern, lässt sie aber so viel wie möglich selbst machen. Marian und Viktoria sind echte Gartenfans und können sich im Klostergarten so richtig austoben. Ich liebe es auch so zu gucken, mal, ob es den Blumen gut geht, ob die so befallen werden von irgendwas. Und ich mache auch gerne die Erde locker und sowas. 5.000 Euro der Umweltlotterie für den Garten der Ursulinenschule in Fritzlar. Das Geld ist hier so richtig gut angelegt.